Jutschi, Leute, willkommen zurück zu bei Let's Play Liegenschaftshälter, Priest of the Wild. Das ist wahrscheinlich, wo jeder, der eine Switch hat, Let's Playen tut. Mal sehen, wie weit der Bogen ist. So. Oh. Ja, ich würde ja gerne das Essen ja klauen. Ach, wisst ihr was, Leute? Das versuche ich. Sohn von Ranel, Ich bin mal jetzt so arschig und, mal so hier der Bogen. Nö. Nee. Hallo? Ich nehme mal einfach, okay? ja. Ach, da ist eine Brücke. Gut. Tschüss. Heide den Schweinen! Fries davon einen Fleischdieb! So etwa. Aber hey, Fleisch ist Fleisch. Da sind die glatt leer ausgegangen. Okay, soll ich mal weitergehen? Ich glaube nicht, dass es die Brücke ist, von denen der Zora gesprochen hat. Zumindest habe ich das mir mehr so eine epische vorgestellt. Ist auch nicht die. Die ist ja anders. Achso, auch wenn das noch drei Sonnen sind, dann. Das. Sonst würde ich wohl weitergehen. Weil diese Jäger nerven. Naja. Huch. Ungefähr soll ich auch mal mein Pferd anlachen. Das ist wirklich einer. Mach doch blau. Solches. Hey! Ach, gut. Ahoi, Kumpel! Bist du zufällig so im Schild? Was soll das sein? Ach, probier's doch einfach aus. Mach Laune. Wirst schon sehen. Mein Kollege da oben steht unter dem Baum. Lass es dir von ihm alles erklären. Los geht's. Ja, das würde ich hören. Aber das ist ein Gerone, damit wollte ich doch reden. Toll. Oh, die schön zu sehen. Finn hat nicht die ganze Bewerbung gemacht. Uns gehört das todangebende Unternehmen der Schildschlitterbranche. Wir sind die Schildschrotter GmbH. Okay. Finn unten am Hügel und ich sind nicht nur die alleine, sondern auch die einzigen Angestellten. Du musst erleben in diesen Rauschergeschwindigkeit, die nur die Schildschlitter mieten kann. Wenn du die Dinge auch richtig polieren, damit es schön flutscht. Wenn du keinen eigenen Schild hast, kannst du ver... Wenn nicht, das war's aber. Schild heben, springen, aufsteigen. Na gut. Ja. was ist denn?
Ja, ist gut, Alter. Nehmen wir mal das. Ja, nicht mehr. Hast du von Hylia-Schild gehört? Erzähl mal. In Jahrzehnten sprechen sie kaum von etwas anderem. Dieses Schild wurde im Auftrag der Königsfamilie hergestellt. Es soll so widerstand wie ich kann, dass er sich perfekt zum Schlitter, den Schildschlittern eignet. Aber man findet kaum noch welche. Ein gerüchtetes Volk soll es allerdings im Schloss Helre noch eingeben. Oh, toll. Und da schwirrt der Gennen rum. Dumm nur, dass bisher niemand den von dort zurückgehört ist. Okay, rüsten wir das mal aus. Ich hätte das so, okay. Aktionen. Ach, sieh mal eine an, da kann ich diese Aktion nochmal sehen und, ja, toll. Wie war das nochmal? So? Oh. Ah, dein Schild vor die springen. Ach. Okay. Keine schlechte Idee, Leute. Und das Schild geht hin. Der macht doch blau. Ah, guck mal. Oh. Dude, ich kam da von oben. Was ist denn los? Jetzt auch nicht mal so. Ja schon, aber Dude, hast du nicht gesehen, dass ich gerade runtergeschlittert kam? Nur mal so? Das hat er wohl nicht mitgekriegt. Da frage ich mich, wer hier wohl blau macht. Aber eine coole Sache, so kommt man auch schneller voran. Toll, und den Kron habe ich hier natürlich verpasst. Scheiße. Ja, ich weiß, dass da ein Schrein ist. Ich meine, das Ding ist ja nicht zu übersehen. Aber mal... Ach, das ist ja schon... Da ist gerade ein... Achso. Tja. Irgendwie doch schon ein ziemlicher Kontrast. Ich meine... Link hat sich ja gut mit den Tieren verstanden und jetzt, naja, macht der Jagd auf sie. Aber das lässt sich nun mal nicht vermeiden. Ich meine, ich brauche nur mal Futter, um zu überleben, Leute. Und sei es halt, um mich nur zu heilen. Und ich habe übrigens immer noch nicht die große Fee gefunden. Naja, Sumpf ist ja auch kein Wäldchen in dem Sinne. Wurde, dass ich... Hä? Oh. Die müssen doch gut schmecken. Eine Krabbe? Ausdauerkrabbe. Wenn es regnet, zeigen sich große Millionen. Das ist das Beste da außen. Oh, guck mal, das sind Fischflossen. Ich glaube, ein Pferd wäre doch vielleicht noch gar nicht so schlimm gewesen. Also, mit Jagen wird es immer besser. Also, das Jagen wird immer besser. Aber wenn es Kampf ist, stelle ich mich eher noch ein bisschen dämlich an. Ausdauerkrabbe, ja.
Nein. Und wenn schon, ist doch ein... Was ist doch? Toll, muss ich mich jetzt wirklich mit denen abgeben? Das darf doch nicht wahr sein! Ihr scheiß Abschaum! Du Stück Scheiße! Ihr seid wirklich so dumm wie die ganzen... Ich will das Wort nicht sagen, weil sonst mache ich noch Werbung für die. Wisst ihr, wählt euren eigenen Henker. Boah, ey, sind die scheiße nervig. Und vor allem, ich verstehe auch nicht, warum dieses blöde Block nicht funktioniert. Und müssen diese Stück Scheiße hier rumlaufen? Schon, sorry, Donut Duck. Aber... Boah, ey. Okay, jetzt... Vor allem, also die wünsche ich echt, dass sie wirklich so voll einfach eins auf die Schnauze kriegen von ihrer Dummheit. Naja, was soll's. Wenn Gannon freikommt, dann wird er sagen, was wollt ihr denn noch? Hallo? Du bist doch ein Zora. Hallo? Mein Name ist Taka und ich bin ein Zora. Süß. Du bist ein Lianer, oder? Du bist du doch, oder? Ja, du bist es. Du bist unsere Zelsil und der Prinz des Zora sucht seit Tagen hingering nach einem Lianer. Er müsste gerade irgendwo bei der Ingo-Brücke sein. Du musst sofort zu ihm. Halt, halt, verzeih. Ich kann dich natürlich nicht zwingen. Dann wiederum, vielleicht sollte ich dich zwingen. Bitte, was? Ich tu's. Ich zwinge dich. Geh zum Prinzen sofort. Franzi, du befindest dich da hinten bei der Ingogo-Brücke. Folge in Zora-Flussstrom, sonst solltest du ihn finden. Liliana, ich verlasse mich auf dich. Seid ihr alle... Sind ihr... Erst die Chica, so ganz merkwürdig, jetzt die Zora? Wie sind da die Goron drauf? Oh je, aber Bananen, ich würde diesen Yugi gerne die Bananen in ihr abgefucktes Maul stopfen, ey. Ja, ich verstehe. Sie haben allen guten Grund, sauer zu sein und sowas. Na, Hallöchen. Hallo, du bist ja eine Überraschung. Diese Gegend trifft man nicht viele Hyjana. Du bist auch eine. Ich bin eine erfahrene Händlerin. Keine Art ist abgelegen für mich. Aber vielleicht sollte ich mich mal vorstellen. Ich heiße Cleo. Freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Aber sag mal, hast du eben mit diesem Zora schon... Oh, ja. Dieser Zora, der die ganze Zeit darauf drängt, man soll zum Dorf der Zora und mit Prinzen... Ja. Ich habe mit diesem Prinzen gesprochen, aber naja. Das ist ein ganz komischer Typ. Der meinte, ich habe dich beobachtet. Und hat mich ganz unhöflich gefragt, ob ich mit ihr nach Hause komme. Was? Das war mir ganz schön versteht und mich dünner gemacht. Na, neugierig geworden? Sieh den Prinz dir ruhig mal mit eigenen Augen an. Als Mann will er dich sicher nicht so dreist anmachen. Aber wer weiß. Nur Motte, er könnte ja homosexuell sein. Hallo, gehst du zum Versuch? Ja, muss ich. Pass bloß auf diesen Prinzen. Er war mir so stürmisch. Aber du bist ein Kerl. Vielleicht hast du Glück und er hält sich bei Männern ein bisschen zurück. Naja, ein bisschen wie schadet bekanntlich nie, sagt man. Oh, Äpfel.
Toll. Was zur Hölle ist nur los in dieser Welt? Ja, was zur Hölle ist nur los? Jeder ich meine, die Schicker, die eigentlich die Stolzen auch mit schlichte Würde und Rote und das könnte sein. Aber ich Probleme mit der Steuerung. Die Steuerung ist nicht gerade für mich handgemacht. Also Hand. Was, das Ding hat eine Zunge? Im Bild darf sich eine gute Perugierung haben. Sein Hut enthält Isoline. Gustav schützt sich vor elektrischen Schlägen. Oh. Nein! Alter! Oh. Das darf doch nicht wahr sein! Link hüpft nur bekloppt hin und her. Ja, normal versuchen. Ja, du wiederholst dich, Spiel. Ich finde es ja auch so geil, dass das nicht so funktioniert. Ach. Echsenspion? Hä? Das war ein Wildschwein. So, jetzt nochmal speichern, damit ich nicht nochmal gegen nochmal kämpfen muss. Ach, hätte ich vielleicht warten sollen, als ich... Na toll, jetzt hab ich... Alter, ich... Es ist wirklich keine gute Idee zu spielen, wenn man... Ich seh dich nicht, du Arsch. Das kann halt irgendwie etwas nicht so größer scheinen. So. Ritterfeinde. Okay, das verwundert dann ein nicht, warum ich ging. Also, ja, gut, dann nehme ich das und... Oh. Ja, okay, dann. Gehen wir weiter und... So, da wollen wir mal sehen. Hey, du da! Oh, da ist auch eine Stimme. Hier bin ich! Hier! Und hopp!
Wer bist du denn? Du bist der Prinz. Okay, was für eine böse Überraschung hat mich hier erwartet? Du bist ein Hylianer, oder? Kaum zu glauben. Nein, endlich habe ich einen gefunden. Das ist ein bekannter Sprecher irgendwie. Ah. Ich dachte, ich... schon, ich finde nie einen Hylianer. Ja, weh, du baggerst mich an. Ich mag dich, Fischi. Oh, Verzeihung. Ich bin Sidon, Prinz der Zoras. Was ist denn aus den stolzen und eleganten Zoras geworden? Obwohl, das Grinsen gefällt mir schon, aber das... Wie heißt du? Sag mir, wer dein Name. Link? Ja, Link. Ein guter Name. Hab ich den schon nicht mal irgendwo gehört? Naja, vielleicht bei einer Übersetzung, vielleicht bei den englischen Texten, to link, zu verbinden, oder sowas. Egal, ein guter Name. Lass mich dich ansehen. Dude, du bist doch nicht homosexuell. Wie, diese, komm schon, du bist so groß, bist du was? Hä? Was spiel ich gerade? Link! Du bist stark, oder? Sag mir, dass du ein Starker bist. Geht so. Keine falsche Bescheidenheit. Ich bin der Prinz der Zoras. Ich habe ein Auge für sowas. Du meinst, du hast ein Auge nach mir geworfen? Ja. Gut, spitze. Ich habe einen nach dem Suchling. Nach einem Mann, der eine Aura der Stärke ausstrahlt. Hör mich an. Meine Heimat, das Dorf des Zoras, ist in Gefahr. Der Titan des Wassers, Bad Jutal, lässt Tag ein, Tag aus unhöflich Regenflug auf uns herabfallen. Ist das problematisch? Ich meine, ihr seid Amphibien. Wir brauchen ein Dorf mit Zoos. Okay, ich muss ja eh dorthin. Oh, wirklich? Hey, danke, Link. Ich sehe, ich habe dich richtig eingeschätzt. Das Dorf ist so gut wie gerettet. Bitte beeil dich. Der Regen hat die Klippen hier hinten das Luschig machen. Da kann man nicht hochklettern. Okay, aber wenn du den Weg folgst, kommst du zum Dorf. Für mich, Jan, ist der Weg sicher nicht einfach. Schließlich kannst du näher... Nicht wie wir flussaufwärts schwimmen. Aber hier gibt's Monster, die mit Elektrizität angreifen. Da stehen die harte Kämpfe bevor. Nee. Nicht verzag, mein Freund! Und Link. Okay. Oh, da wäre noch was. Ich muss dir noch was geben. Eine kleine Geschenkung. Ich dünke dir Flossen. Elektrizität schützt sich vor elektrischen Schlägen. So haben Gegner, die sich auf Elektroattacken verlassen, nichts mehr zu lachen. Mhm. Die Medizin hört ein Widerstand gegen Elektrizität. Die Medizin ist wohl für Jana gedacht. Jedenfalls bringt sie uns Zoras nicht wie ein ziemlicher Fehlkauf. Aber die müssen sie helfen. Ich gehe schon mal vor und stelle sicher, dass da auf dem Weg keine allzu großen Überraschungen warten. Ja, töte von mir jetzt die ganzen Giga-Typen, ja? Ich verlasse mich auf dich. Was zur Hölle? Okay, ich... Das Dorf der Zora. Okay. Aber ich muss jetzt mal wirklich Schluss machen. Alter, ich weiß gar nicht, wie viele Parts habe ich eigentlich? Ich habe das Gefühl, das müssen schon Dutzende, Zehntausende sein. Nee, nicht futtern. Wie denn auch sei. Wir sehen uns im nächsten Part. Sia Matane. Ups, drücken.